Herzlich willkommen, meine Lieben. Ha, was wohl, ne? Seven Days to Die, hier am Start. Und Seven Days to Die hier am Start am Tag 6 um 8.55 Uhr. Ihr wisst genau, was das heißt. Wir haben 107 Wellness. Wir haben ein bisschen was zu futtern hier drin. Ich kann mir noch ein bisschen was kochen später. Aber wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen was zu tun. Ich muss mal eben kurz gucken. Ich muss ja jetzt nicht hier alles hier wegschnatzen an gutem Essen. Habe ich denn hier noch was an? Nee. Nein, habe ich nicht. Bacon and Eggs. Das heißt, ich muss da später auch nochmal eben durchgehen. Ich esse mal kurz was. Wenn ich mich gerade merke, dass ich Hunger kriege. Das heißt, wir müssen dann nachher nochmal eben kurz gucken, ob wir vielleicht nicht noch irgendwo mal ein bisschen was herkriegen. Und ich habe noch ein bisschen Wood, ich habe noch Stone. Okay, ich habe Clay. Okay, okay, okay. Und ich habe Cobblestone. Super. Zu trinken habe ich auch noch am Start. Dann müssten wir mal gegebenenfalls einmal kurz rübergehen zum Wasser noch heute. Ich nehme das nochmal mit. Wir haben noch 74 Arrows. Das geht eigentlich auch. Aber das ist natürlich alles ein bisschen knapp hier, ne? Okay, Wasser müssen wir auf jeden Fall holen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich war ja hier dabei, die Hütte dementsprechend aufzuwerten. Und was das bedeutet ist, wir brauchen noch ein bisschen mehr Wood. Und Wood braucht man noch mehr, damit wir uns noch ein paar mehr von den Wood Spikes bauen können. Ich habe nämlich jetzt nur 12. Ich mache jetzt noch mal ein paar Wood Spikes. Ich guck mal eben. Ja, viel geht noch nicht. Ich baue erst noch mal ein bisschen ab. Es ist ja erst Tag 6. Wir können ja da noch ein bisschen was machen. Und ich habe ja mittlerweile 205er. Das heißt, die halten dann auch ein wenig. Das ist ja ganz gut. Wie viel Stein hatte ich jetzt? 600. Ich kann dann aber noch mal ein paar neue Stone Axes bauen. Dann kriegen wir da nämlich auch wieder neue rein. Genau, wir waren ja hier dran, unsere Forge-Hütte zu bauen. Ich muss mal gucken, ob ich das fertig kriege. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen mehr Stein, ne? Und das werden wir jetzt an Tag 6 und 7 machen. Wir werden hier erstmal so ein, ja, mehr oder weniger aufmöbeln alles. Und ich sehe gerade, dass meine FPS hier megamäßig runtergehen. Ich nehme mit 60 FPS auf. Der geht auf die GPU. Ich weiß jetzt nicht, ob das so cool ist, weil ich nur, ja, so durchschnittlich 40 FPS habe. Ich hoffe, das ist nicht allzu kacke. Und ist nicht allzu blöd für euch, dass das jetzt hier so gerumpelt ist. Ah, guck mal, da ist schon wieder was nachgespawnt. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Der ist frei. Den nehme ich mal eben weg. Genau, da ist schon wieder was nachgespawnt. 57, ja. Ich werde das mal die Folge jetzt nochmal durchtesten, wie das dann hinterher auch aussieht. Aber erst nochmal hier ein bisschen was mitnehmen. Also wir müssen jetzt erst nochmal sammeln. Und meine Ex ist jetzt wahrscheinlich eh im Arsch, genau. Scrap. Okay, dann nehmen wir mal die 209er. Scrap, Scrap. Na, komm schon. Na, Scrap. Willst du mich jetzt verkackeiern oder was? So. Warte mal, die lege ich nochmal eben hier hoch. Genau, wir müssen noch mehr Ressourcen farmen, damit wir dementsprechend für die erste Horde unser kleines Häuschen hier verteidigen können, weil das kleine Häuschen ist ja jetzt nicht gerade
ja, wie soll ich sagen, so megamäßig beständig. Heißt also, abbauen. Sorry dafür, aber das ist nun mal so. Dafür können wir unsere Wellness jetzt auch schon mal ein bisschen hochpumpen. Leg die Frames jetzt nochmal eben dahin. Cobblestone haben wir 700, damit sollten wir erstmal hinkommen. Und ich hole nachher für die nächste Nacht erstmal nochmal ein bisschen Wasser, damit wir das dementsprechend in, sag schnell, Golden Rotti umwandeln können. Aber dafür brauche ich dann dementsprechend auch noch ein kleines bisschen mehr Stein, Holz und so weiter. Alles andere sollten eigentlich ganz gut haben. Die Ressourcensteine liegen hier direkt natürlich vorm Haus. Das ist sehr gut. Die kann ich dann dementsprechend auch abfarmen. Da kriegen wir dann noch ein bisschen was von. Genau, Holz steht noch auf Einkaufsliste und Stein und Clay gegebenenfalls auch noch. Ich habe da hinten ja schon ein Clayfeld ausgenommen. Und wenn wir jetzt gleich dementsprechend noch ein bisschen Holz haben, dann können wir noch mehr von den Frames machen, die wir dann einmal um die Hütte setzen. Ja, und schauen uns das mal an. Also das mit der Hütte hier ist eigentlich gar nicht mal so übel. Die ist schön klein, die ist schön übersichtlich. Da muss ich jetzt nicht großartig hier aufpimpen. Meine Frage ist nur, kriegen wir das alles so geschissen, wie wir das wollen? So, jetzt haben wir hier schon mal 1000 Holz wieder. Das ist sehr gut. Nehme ich dich auch noch mit. Lassen wir mal kurz hier so ein bisschen die Wellness hochkommen. Ich meine, ich kann jetzt, trinken kann ich nichts mehr, ne? Aber dann kann ich nebenbei schon noch mal ein paar Spikes machen. Und zwar 50 machen wir mal. Und dann können wir hier noch mal ein bisschen Holz holen. Und halt, hier war noch ein... Ah, genau, das Bird's Nest ist auch untouched. Wieder. Das ist sehr gut. Und bevor ich hier weitermache, gucke ich noch mal eben rein, was meine Level machen. 27, okay, da sammle ich noch ein bisschen was. Sollte eigentlich ganz gut gehen. Holz brauchen wir eigentlich immer bis zum Abwinken. Plant Fibers. Auch noch mal ein bisschen was. Das kann nicht schaden, wenn wir die mit am Start haben. Okay, Construction Level steigt auch. Dann kann ich nämlich nachher die Außenwand der Hütte noch verkleiden. Und dementsprechend dann noch mit dem Holz. Und da hinten ist ein kleines Schwein. Ich glaube, das werde ich mir jetzt gleich auch noch eben schnell holen, wenn das hier dementsprechend fertig ist. Obwohl, wir haben genug Fleisch. Und die Sau, die hängt da hinten an dem Stein rum und leckt da dran, oder was? Ist da Salz dran, oder was? Mhm. Das macht mich jetzt ein bisschen neugierig gerade. Aber die Sau holen wir uns jetzt nach dem Baum hier. So, mein kleines Schweinchen. I'm sorry, Pig. Aber du musst mal kurz mit reinkommen. Und das Fleisch bringe ich mal eben kurz weg. So, genau. Bringen wir mal kurz weg. Bevor ich hier irgendwelche Zombies anlocke.
Schwupps. Und einmal bitte ab in den Kühlschrank. So, dann haben wir hier noch das Rotten Flesh, das Ei. Und dann kann ich hier noch das Animal Hide mit reinpacken. Das kann ich hier mit reinpacken. Das LED. Die Large Bones kommen woanders rein. Die Federn. Oh, von den Federn habe ich auch noch genug. Das ist sehr gut. Die Pine Seeds. Die Bones. Jo. Also von den Federn habe ich echt noch genug. Das ist super. Ich habe hier auch für meine Forge schon alles mit am Start. Ja, super. Dann können wir nochmal eben rausziehen. Und holen uns nochmal eine Runde. Warte. Muss ich nochmal eben ein paar Stone Axes machen. Machen wir nochmal 15. Dann können wir hier noch den einen weghauen. Ich hoffe, der 209er reicht noch so lange. Die reichen ja jetzt doch noch ein bisschen mehr. Ah, jetzt pass auf gleich. Klingelingelingelingeling. Jetzt. Mhm. Genau so. Scrap. Scrap. Wie viel habe ich denn jetzt? 211er. Scrap. Dann halten wir die nochmal eben auf Halde. Gut, super. Das geht ja schon mal ganz, ganz gut hier. Ein bisschen Holz noch anschaffen. Ein bisschen Stein noch anschaffen. Ich habe jetzt 62 Woodlock Spikes. Die kann ich gleich noch setzen. An Tag 6, dann haben wir noch Tag 7 und in der Nacht kommen die Knobelwächer dann. Also ich hätte ja jetzt schon in die Stadt gehen können hier, ne? Rechts von uns. Aber Leute, ganz ehrlich, das finde ich ein kleines bisschen heftig in der City. Also ich glaube, da brauche ich nicht unbedingt mit, ohne Waffen brauche ich da echt nicht reingehen. Die schnatzen mich da weg. Und jetzt bauen wir gleich mal eben kurz hier die Sachen ab. Holz. Super, nehmen wir den noch kurz mit. Und dann bauen wir einmal kurz die Spikes da dran. Ich brauche aber dann auch gleich... brauchen wir die Spikes hier dran. Die habe ich da hinten ja schon angebaut. Okay. Hier hinten schon angebaut. Ist da hinten denn auch noch Platz? Tatsache, ja, da ist auch noch Platz. Moment. So. Da kann ich auch was dran setzen. Okay. Da kann ich was dran setzen. Dann kann ich hier... auch was dran setzen. Und dementsprechend dann... okay, hier auch. Ich baue die jetzt einmal alles schön hier rum. Können die sich da einmal alle lecker wehtun. Na. Nee, halt. Einmal eben drehen. Kann der denn da hinten noch rein? Nee, da kann der nicht mal rein, ne? Nee. Da oben muss ich mir noch was überlegen. Da dürfen die natürlich nicht hoch, ne?
Da dürfen die Jungs natürlich nicht hoch. Da hinten kommen sie auch wieder nicht rein. Okay. Gut, hier vorne bin ich dann fertig. Gut. Da hinten muss ich gucken, was ich da mache. Ich habe eine Wrench. Ja, super. Mit der kann ich reparieren, aber das bringt mir nicht allzu viel, weil die Wrench ist dann kaputt. Ich muss nur gucken, wenn da irgendwelche Spider-Zombies kommen, dass ich mal von da oben eben gucken gehe, wie ich das hier bewerkstelligt kriege. Dass sie da nicht hochkommen. Ich glaube, da muss ich einmal kurz das Dach da wegnehmen. So. Aua. Das hat ein kleines bisschen wehgetan. Und ich kann noch mal... Ach, nicht Arrows. Spieker. Machen wir noch mal eben 30. Bessern die mal eben auf. Der kann hier stehen bleiben. Vielleicht setze ich da noch eine Reihe drüber, dass sie sich da nicht hochbacken. Wenn ich sie hier einmal aufgewertet habe, das kann das, ich glaube, das werde ich machen. Warte mal, ich kann eigentlich hier nochmal. Eine Reihe hinsetzen. Da auch. Und dann dementsprechend hier. Dann komme ich überall ganz gut dran. Oh, nee, halt. So. Ihr müsst auch noch aufgebessert werden. Und ihr hier auch noch. Zumindest die äußeren. Die inneren. Nicht unbedingt. Aber alles das, was das Ding hält, auf jeden Fall. So, die anderen können auch so bleiben. Aber ich glaube, hier setze ich noch welche. Ja, genau. Hier setze ich noch mal welche. Da oben mit dem Dach ist eigentlich gar nicht so übel. Aber vorne mit dem Dach muss ich mal gucken. Nicht, dass ich da Schüssel kriege, weil mir da irgendwie welche Spider-Zombies hochhüppen. Okay. 15 Uhr, ja. Okay, dann können wir hier noch welche hinsetzen. Mhm. Oh nein! Oh Gott. Ach, leck mich doch am Arsch. Ist auch sehr interessant, das Gebilde gerade. Ja.
Sorry. Muss ich mal eben einmal kurz hier hochbauen. Damit ich den einmal abbauen kann. Super. Und dann bauen wir den auch noch ab. Also das hier wäre nämlich scheiße, wenn hier irgendwelche Leute hochkommen. Deswegen nehme ich das mal gerade weg hier. Nein, nicht... Alter! So. Und dann nehmen wir... Aua. Das ist ja unglaublich. Aber es ist auch schön, wie das Holz da abfällt, ne? Muss echt mal sagen. Sieht gut aus. Dann machen wir das mal kurz eben anders. Dann bauen wir nämlich hier die ganze Hütte einmal kurz ab. Diesen Vorsprung, was wir hier nicht brauchen, so um den Dreh. Eigentlich hätten wir das auch gar nicht gebraucht. Das hätten wir komplett wegreißen können. Aber das ist vielleicht doch auch gar nicht mal so ein schlechter Ausguck. Ich nehme die jetzt nochmal eben weg. Mal gucken, was wir damit machen können. Ich habe noch keine Ahnung. Das dauert jetzt natürlich alles ein kleines bisschen länger. Ich nehme den jetzt nochmal weg. Dann bauen wir das andere hier kurz noch einmal aus. So, bauen wir das nochmal kurz aus. Dann können wir das hier nochmal eben verstärken. Und hier noch einmal kurz um den Körmel rum. Okay, dann können wir das hier noch kurz verstärken. Gut, und dann bauen wir hier nämlich noch mal ein paar Wood Frames drumherum. Wo haben wir denn hier noch Wood Frames? Machen wir hier noch mal ein paar. Komm mal. Craft. Gut, und dann können wir die hier auch noch aufwerten. Bin ich mal gespannt, wie viel Holz ich gleich überhaupt noch habe. Gut, hier oben kommt dann erstmal so schnell keiner mehr hin. Aua. Es sei denn, ich tue mir hier weh. Okay. Ja. Kacke. So. Mhm. So, dann. Bauen wir hier mal eben kurz die Teile dran. Ich hoffe, da kommt kein Spider hoch. Und wenn, dann werden wir uns hier jetzt mal eben kurz runterbauen. Und dann hier hinten einmal kurz weitermachen. Okay, gut. Die haben wir schon mal. Dann müssten wir hier noch welche haben. Nehmen wir die Variante noch. Und dann brauche ich noch welche für Spikes. Na, na, na. Spikes. Ich glaube, für die Variante dann hier noch. Genau, einen kommt da noch. Einer kommt da noch drüber. Und dann sollte das eigentlich reichen. Erstmal für die erste Hordenacht. Das Ding ist... Nee, da werden noch mal welche für gebraucht.
Okay, hinten kommt erstmal keiner so schnell hoch, hoffe ich. Aber hier muss noch was hin. Hier unten muss ich aufpassen. Genau, diese Dreierreihe haben wir schon mal fertig. Jetzt nur die Frage, wie viel Holz haben wir überhaupt noch? Muss ich jetzt gleich erstmal gucken. Okay. Immer noch 600. Okay, das ist sehr gut. Das ist ziemlich gut. Hier haben wir auch genug, was wir dementsprechend, ja, ich glaube, hier kommt erstmal so schnell keiner hoch. Das können wir dann gleich noch irgendwie machen, festigen. Okay, perfekt. Da kommt so schnell keiner hoch. Hier hinten ist auch soweit alles okay. Hier kann ich noch mal eine Reihe davor setzen. Hier auch. Machen wir da jetzt erstmal soweit alles. Okay, super. Dann müssten wir nur noch mal da oben gucken, ob wir da vielleicht noch was hinpacken. Und die auch nochmal befestigen. Okay. So, dann machen wir jetzt einmal alles richtig. Dann können wir jetzt gleich nochmal eben kurz ein bisschen Holz holen. Dann haben wir zwar jetzt hier die Holzhütte fertig. Und auch einmal vorne soweit alles bis auf hier. Okay. Ich meine, die suchen sich ja immer den Weg des geringsten Widerstandes, ne? So ist das ja nun mal. Eins, zwei, drei. Aber die können da ja auch nicht drüber springen. Das heißt, hier hinten könnte ich eigentlich nochmal einen setzen. So. Perfekt. Und dann könnte ich eigentlich hier an der Hütte, könnte ich auch nochmal was setzen. Machen wir nochmal eben 8, weil hier könnten nämlich auch noch welche hin. Uäh. Okay, da können auch noch welche hin. Und hier können auch noch welche hin. Hier könnte ich auch noch welche bauen. Machen wir das auch nochmal direkt. Zwei, drei, vier. Machen wir noch mal ein paar. Ja, 30 Minuten. Darf ich nur, muss ich nur gucken, dass ich da nicht irgendwie rüberfliege, ne? Das ist jetzt natürlich hier Todeszone. Und jetzt habe ich kein Holz mehr. Okay, super. Ich sollte mich auch mal kurz gesunden. Warte mal eben, News.
mal eben Painkiller reinwerfen und ein Gesundungsmittel. Wir haben 19.26 Uhr. Ich habe jetzt nicht mehr viel Zeug mit am Start. Ich werde mich mal kurz hier nochmal einmal mir noch so mal so einen Baum einverleiben. Ich habe mich jetzt natürlich ein paar Mal hier verschnitzt, ne? Aber gut, kriegen wir hin. 19:30 Uhr, kriegen wir hin, 30 Minuten voll, alles tutti. Alles Weitere regeln wir in der Nacht und dann in der nächsten Folge. Jo, noch ein bisschen Holz mitnehmen. Das kann ja nie schaden. Nee. Ich bin nämlich der fröhliche Holzfällerbohr. Was? Warte, ich muss mal eben kurz hier mein Dings. Ah, guck mal, da hinten ist ein. Hinten links ist ein Zombie. Ich werde mal kurz meine Wellness ein bisschen hochlaufen lassen. Das ist aber auch neu für mich. Ich hatte noch nie am sechsten Tag 109 Wellness. Das ist hart. Das ist echt hart und das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und ich bin froh, dass die Hundehorde nicht schon an Tag 5 kommt. Weil sonst hätte sie hier nämlich richtig Schüssel. Von daher bin ich happy, dass wir hier so ein kleines bisschen Ruhe haben. Und ich bin vor allen Dingen happy, dass wir an der Nullerstadt gespawnt sind. Denn dann können wir nachher mal richtig fett looten gehen, wenn wir ein bisschen geileres Zeug haben. Jetzt gilt es erstmal Hordevorbereitung. Also er ist schon wieder kaputt hier. Scrap. Gilt es erstmal Hordevorbereitung. Wir können heute Nacht so ein kleines bisschen durchcraften, um uns so ein bisschen besseren Schüssel zu ranzuschaffen. 20.15 Uhr. Ich werde mir jetzt noch ein paar Steine mitnehmen. Und vielleicht noch mal das ein oder andere Eck abgucken für die Vogelnester. Da gucken wir mal. Damit wir heute Nacht ein paar bessere Werkzeuge machen können. Und dann morgen will ich auf jeden Fall gucken, dass wir die Forges an den Start kriegen. Dass wir das mal machen. Die habe ich jetzt natürlich ein kleines bisschen vernachlässigt. Gerade in den letzten Tagen. Ich hätte die Forges eigentlich schon vorher hinstellen müssen, aber ich habe das Forge-Haus noch nicht fertig. Böser Fehler, böser Fehler. Ich weiß nicht, ob es ein böser Fehler ist, keine Ahnung. Aber wir kommen auch erstmal so zur Rande. Und können dann das Forge-Haus fertig machen. Ich hoffe, da kloppt jetzt keiner in der Horde-Nacht drauf ein. Da ist ja auch in dem Sinne noch nichts, ne? Da ist ja auch noch keine Forge drin, nix. Das sollte auch noch niemanden anlocken. Von daher erstmal genug Steine hier. Machen Nitrate habe ich. 1400 Steine, 1000. Ja, guck mal. Dann können wir nachher irgendwo mal hier in der Umgebung einen neuen Wald anpflanzen. Das können wir dann auch machen. Und ich kann noch ein paar mehr Plant Fibers mitnehmen. Ich mache jetzt noch bis zur Nacht und dann machen wir in der Nacht weiter drin, in der nächsten Folge. 20 Uhr, den Baum nehmen wir noch mit. Okay, 1400. 35 Federn. Ich habe aber noch 250 drin, ne? Was auch sehr gut ist. Ah, ich habe immer noch kein Wasser geholt. Ich Vollhonk. Okay, das muss ich am nächsten Tag direkt machen. Weil sonst kriegen wir nämlich einen kleinen Wassermangel. Aber, nee, warte mal. Ich habe noch, glaube ich, Schnee. Da kann ich auch noch was draus zaubern.
Jo, ich habe noch Schnee, da kann ich auch noch ein bisschen was draus zaubern. 23 Glasjars habe ich, dann kann ich aus dem Schnee, kann ich dann das andere tüddeln und überhaupt. Lamp of Clay wird ein bisschen knapp. Aber scheiß drauf. Dann ist ein Zombelinchen. Bauen wir noch mal eben den Baum ab. 21.20 Uhr. Und dann noch dich. 21.24 Uhr. Genau, dann gehen wir jetzt gleich rein. Und werden uns dann in der nächsten Folge um die Nacht kümmern, was wir da alles machen können. Und dementsprechend, naja, guck mal, wer kommt denn da? Um den Zombie, der hier noch ankommt. Sorry, Junge, aber du gehst mir gerade ein bisschen auf den Sack hier. Sag mal. Mann. So, kleine Verzögerung. Nummer 4. Den nehmen wir noch mal eben aus und dann gehen wir rein. Und dann machen wir eine kleine Pause um 21.50 Uhr. Nehmen noch kurz hier das Rotten Flash und so mit. So. Und wenn mir jetzt ein Zombie hinterher kommt, dann habe ich ein Problem. Gleich. So, in 2 Minuten. 1, 2. So. Da oben müsste ich eigentlich mal eine Tür reinmachen, ne? Door. Das mache ich noch eben. Secure Door. Die setzen wir nochmal eben kurz hier rein. Nach außen. Und verstärken die nochmal eben. Ah, da brauche ich Dings für. Okay. Super, meine Lieben. Für heute machen wir hier eine kleine Schlussrunde. Und ja, ich freue mich auf euch. In der nächsten Folge hier in 7 Days to Die, wo wir gucken, dass wir die Hordenacht geschisselt kriegen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich habe bisher ein bisschen was verstärkt. Das ist auch alles cool. Und wir gucken dann in der nächsten Folge weiter, was wir hier noch machen können. Also bis dahin, macht es gut. Ciao.